Jo Leute, seid herzlich willkommen zu einer kleinen Folge auf dem lieben Partymind.eu-Server. Mit dabei ist einmal der liebe Alexander, hi! Hi! Und genau, wir beide bewerten heute eure Blots auf dem Partymind.eu-Server. Und denkst du, da sind ein paar gute Blots dabei? Ja, ich würde schon sagen. Okay, dann wir machen es so. Ich starte jetzt einfach mal den Random-Generator. Und wenn du magst, kannst du einfach Stopp sagen. Und? Okay, so. Wir sind beim lieben Owner. Ich bin Spieler, lol. Kann sich da gerne bei mir teleportieren, aber da ist leider nichts. Okay, das bedeutet, wir machen einfach ein neues. So. Okay, so. Wenn du magst, kannst du jetzt wieder einfach mal Stopp sagen. Okay, wir sind beim lieben Relaxo hat Beast. Okay, der hat ein. Was hat denn der für ein Merch? Der hat ein 2er-Merch, ne, ein 3er-Merch sogar. Okay, und ein ausgehöhltes GS. Okay. Hier sind nochmal ein paar Beacons. Was sagst du zum Blot? So, von der Arbeit her ist es halt schon. Ja, es ist eine starke Arbeit auf jeden Fall. So. Ah, ich denke schon, dass das dort einen großen Wert hat wegen dieser Ausfüllung. Ja, hier sind noch mal wahrscheinlich, hier ist noch schon mal, was steht hier? Ah ja, okay. Ja, hier ist wahrscheinlich dann so eine kleine, keine Ahnung, ein Lager von ihm. Hier sind noch mal ein paar Tiere. Also an sich, das Plot ist jetzt, sag ich mal, von der Arbeit her, ich glaube eine 1 auf jeden Fall. Aber da ist halt jetzt vieles, also da ist jetzt, sag ich mal, viel nix, aber keine Ahnung. Ich würde dafür eigentlich, glaube ich, ja, schon so Platz 3 geben. Achso, ja Leute, wir werden insgesamt 4 Plots zu bewerten. Also das erste Plot von Bin Spieler zählt jetzt nicht. Aber meine Meinung hat hier, sag ich mal, sein Plot Platz 3 gewonnen, sag ich mal. Und am Ende des Videos werden noch die User ihre Sachen bekommen. Also sag ich mal Platz 1 bis Platz 4. Und ich würde sagen, ist das schon eine gute 3. So, ja. Also ich kann mir auch noch vorstellen, dass da vieles dazu kommt. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Wir sind jetzt, ich starte jetzt wieder einen neuen Random-Generator und wenn du magst, kannst du einfach Stopp sagen. Mach ich. Stopp. Wir sind beim lieben Mucha. Okay. Ja, da ist jetzt halt nichts vieles. Okay, er will wahrscheinlich dann hier noch irgendetwas hinbauen. Oh, er ist jetzt. Nicht bewerten, bin zu arm. Achso, lol. Okay. Okay, dann bewerte ich nicht dieses Blatt. Ja, dann machen wir einfach weiter. So, der Random Generator ist wieder an und wenn du magst, kannst du aber Stopp sagen. Stopp. Wir sind beim lieben Easy Dev. Das ist der liebe Alexander. Okay, du hast schon ein krasses. Okay, du hast wahrscheinlich noch ein zweites, oder? Ja, ich glaube zwei halt. Okay, ist das schon mal auf jeden Fall groß. Und soll es eine Treppe sein, Alexander? Ja, eine Wendeltreppe. So hoch sollte das Haus ursprünglich werden. Okay. Also, an sich, sag ich mal so, ist das Blatt schon mega, sag ich mal, auch wegen der Größe und so. Aber ich glaube, da kommt noch viel, oder? Auf dem Blatt? Nee, nicht mehr so. Ich habe jetzt halt mein zweites Blatt, wo ich alles mache. Okay, wir können ja auch mal sehr gerne hingehen. Moment. Und zwei. Okay, hier ist auf jeden Fall schon etwas mehr. Viele Beacons, viele Dracheneier. Hier ist noch mein schönes Haus. Ja, aber ich würde dir auf jeden Fall, glaube ich, Platz 2 geben. Ja. Du bekommst auch einfach nachher ein bisschen Stuff von mir. Das sind so, keine Ahnung, ein paar Coins oder so. Und genau. Da würde ich einfach mal sagen, so, der Random-Generator ist wieder an und wenn du magst, kannst du einfach wieder Stopp sagen. Stopp. Wir sind bei den lieben L Sakura, den kenne ich auch etwas, also sie kenne ich. Die kenne ich auch etwas, weil ich habe mit der gesprochen. Und ich sag, also. Ah. Schau dir mal dieses GS an, diese Villa.
ganz nach der 1. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine 1 und also ich weiß auch nicht, wie viel Mühe da reingesteckt ist und wie viel Arbeit, aber es sieht schon auf jeden Fall heftig aus. Ich bin also, lol. Verdiente 1 und vor allem, das ist ja noch ein Merch hier. Genau, das ist ein Dreier-Merch, wie ich sehe. Nee, oha. Warte mal, das ist 1, 2, 3, 4, 5. 5er-Merch, wow. Okay, ich glaube, Sakura wird noch hier so ein paar Sachen hinpacken. Aber meine Meinung ist, das ist eine verdiente 1, weil hier sind einfach noch ein paar Tiere. Hier ist nochmal eine Anpflanzung. Hier ist einfach eine krasse Villa. Und ja, ist auf jeden Fall eine verdiente 1. Und ich würde sagen, so, der Random-Generator ist wieder an. Wenn du magst, kannst du einfach wieder Stopp machen. Stopp sagen. Stopp. Wir sind beim lieben Justin B.I. Moment. Justin B.I.03, der war auch in meinem letzten Video dabei. Wie gesagt, falls ihr irgendetwas kaufen wollt bei ihm, könnt ihr es sehr gerne machen, weil er scammt nicht. Ich habe mich auch gestern nicht gescammt. Ja. Also an sich ist das Blatt schon, was heißt gut, ist halt, ja, das kannst du ruhig erzählen, wie oder? Das hat einen ziemlich hohen Wert. Ja, also hier sind noch viele Beacons, hier sind ein paar Köpfe, hier gibt es sogar einen Lieferservice, wie ihr es gestern im Video sehen könnt, hier sind nochmal ein paar Spawner, ja. Ich glaube, ich würde ihn einfach Platz Numero. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz zu meinem Plot. So /ph2. Da habe ich einmal die jeweiligen Items hier in der Chest. Ihr könnt es nochmal sehen. Platz 2 bekommt einmal 1000 Coins. Mob Spawner. Platz 1 bekommt ein Mob Spawner, 2 Schatzkisten. Platz 3 bekommt nur einen Mob-Spawner und Platz Nummer 4 bekommt 3 Chroma-Key und eine Axt. So, ich habe mich leider im Video vertan, das schneide ich aber auch raus, dass ich gesagt habe, dass der Justin einen Platz 3 bekommen hat. Er wird leider das Platz 4 bekommen, deswegen gebe ich ihm jetzt auch einfach mal die Items. Moment, ich gehe kurz zu meinem zweiten Blot, weil da habe ich die Items alle. Hier hinten sind die Items und er bekommt von mir einmal, er bekommt einmal von mir eine Axt und 3 Chroma Keys. Und ich würde jetzt einfach mal, ist der gerade auf dem Server? Ja, okay. Ich werde jetzt einfach mal eine TPA zu Justin schicken. Und so, Moment, Justin, du hast den Platz 4 gewonnen. Das wird jetzt schwer, dem das zu geben. Ja. Komm mal kurz her zu mir. Wo bist du? Ja, an der Seite. Gib ihn mal kurz her. So, hier sind die Items für Platz 4. So, dann würde ich einfach mal noch mal kurz zu meinem Blot gehen. Und würde Platz Nummer 3 die Items geben. Das hat ja Relaxo hat Beast bekommen. Ich werde mich einfach noch mal kurz zu Tael tp'en /ph Doppelpunkt 3 Tael. So. So, Relaxo hat Beast. Moment. Und 3 und L Relaxo. Okay, ich kann nicht schreiben. Relaxo hat Beast. Du hast den Platz. Ja. Platz 3 gewonnen. So, kannst du dich nochmal einmal kurz hierhin teleportieren? Ja, wo denn? Ach da, okay. So. So, dann kommen wir zum Platz 2. Das ist der liebe
Alexander, ich gebe dir auch immer mal kurz deine Sachen. Okay, und das Server laggt gerade sehr. Kommst du vielleicht kurz zu meinem Blatt? So. Hier, du kommst einmal einen Mob-Spawner und 1000 Coins. Danke. Und Platz Nummer 1 wird jetzt auf jeden Fall krass. Der bekommt oder sie bekommt einfach zwei Schatzkisten und nochmal einen Mob-Spawner. So. Verdient aber. Warte mal, ich schreibe nochmal in den Chat, dass du Platz Nummer 2 gewonnen hast. Okay, also Platz 1 ist gerade in der Villa. Okay, nice. Dann werde ich da mal gleich Könnte ich hingehen. im Rhein teleportieren? Moment. So, gewonnen. Und slash ph. Ja, kannst mich ja sehr gerne rein tp'n. Nummer 1 hat LL Sakura gewonnen. Sie macht auch jetzt erstmal große Augen. So, kein Problem. Ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt, dass sie den Platz Nummer 1 gewonnen hat, weil wenn man hier nochmal hier diese Plot einfach anguckt, das ist einfach krass und sau viel Mühe reingesteckt. Genau, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like, da kommt sehr gerne auf dem partymain.eu-Server drauf und lasst noch ein Abo da. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!